Da geht's in die 45. Runde, Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir haben die Ork-Flotte gefunden. Nur ich weiß nicht, wer mir davon erzählt hat. Das habe ich nämlich wieder vergessen. Aber Bücher sollte man noch finden. Und zwar das eine Buch über Wetter. Wetter, Wetter, Wetter. Aber das wird bestimmt irgendwo. Wo soll es denn liegen? Wieso bin ich denn nicht? Nein. Manchmal bin ich so unentschlossen, dass ich mal hin und her gehe, hin und her springe oder auch hechte. Hier. Ja, ist die Brücke noch unten? Die Brücke ist noch unten. Ich schätze mal, das Buch über Wetter wird irgendwo bei den Varanen liegen. Oh, meine Fackel ist noch da. Gut zu wissen. Ja, die brennt aber lange. An die 3 Jahre Garantie. Ach ja, Steinbrücke. Zack, 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 zack. Jawohl, wie machen wir das am besten? Wir machen das am besten mal wieder auf die schnelle Art und Weise. Olason hat mir berichtet, dass eins der Schiffe vor eurer Küste gesunken ist. Ich habe mir dieses Schiff mal unter Wasser betrachtet. Es ist tatsächlich ein Orkschiff. Ein Orkschiff? Bei Innos. Da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt, dass gerade ein Orkan aufkam, als die Flotte vorbeisegelte. Die Orks wären ansonsten hier sicher gelandet und hätten uns alle umgebracht oder versklavt. Davon kannst du ausgehen. Mann, ich will gar nicht daran denken. Aber für dich war es das wohl hier, oder? Du weißt jetzt, was du wissen wolltest? Du sagst es. Sag mal, hast du keine Lust mitzukommen? Dich hält doch sowieso nichts hier. Unser Seelord wäre sicher einverstanden. Kann mir schon denken, dass ihr jeden Mann braucht. Habe mir die Sache auch bereits überlegt gehabt, aber... Was aber? Die Leute hier brauchen mich. Auch wenn sie alle über mich schimpfen und mich für einen Eigenbrötler halten. Aber wenn ich jetzt mit dir gehe, bricht hier eine Panik aus. Das will ich verhindern. Ich hoffe, du verstehst das. Du weißt, dass ihr auf verlorenen Posten steht. Na klar weiß ich das. Aber viel besser seid ihr auch nicht dran, wenn du ehrlich bist. Na schön, Sandrock. Ich will dich nicht drängen. Mach's gut. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, dass dich die verdammten Orks niemals erwischen werden. Warte mal. Besteht die Chance, dass du nochmal unsere Insel besuchst? Weiß nicht. Eher nicht. Aber warum fragst du? Weil mir langsam der Proviant ausgeht. Und da kaum noch Handelsschiffe unsere Gewässer kreuzen, wollte ich dich fragen, ob du mir das Zeug besorgen kannst. Nun, irgendwann werden wir bestimmt nach Athanos zurückkehren. Darum denke ich schon, dass ich dir was mitbringen kann. Wirklich? Danke. Das wäre wirklich nett von dir. Schon gut. Was brauchst du? Das Wichtigste wären schon mal 5 Sack Mehl, damit ich Brot backen kann. Also Mehl. Schön. Weiter? Dann hätte ich noch gerne 10 Stück Käse, 10 saftige Schinken und 10 Tomaten. Die esse ich nämlich ganz besonders gern. Aber sicher, der Herr, was darf es noch sein? Jetzt lach nicht so. Ich habe bestimmt seit Jahren keine Tomate mehr gegessen. Ja. Das glaube ich. Ich denke auch, dass diese schwer zu bekommen sind. Aber mal sehen. Vielleicht komme ich ja an welche. Dann hätte ich noch einen letzten Wunsch. Ein ganzes Fass voll Wein. Damit würde ich noch ein paar Jahre hier aushalten. Wein werde ich dir wohl besorgen können. Muss es aber unbedingt ein Fass sein? Auf jeden Fall. Komm mir bloß nicht mit ein paar Flaschen. Die kippe ich dir so weg. Na schön. Ich schau mal, was ich bekomme. Ich danke dir. Soll ich dir das Gold für den Proviant im Voraus geben? Ja, natürlich. Lass mal. Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt nach Condera zurückkomme. Du kannst mir das Geld später geben. Das ist echt anständig von dir. Also, mach's gut. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Mach's gut, Sandrock. Der Sandrock, der Herr Sandrock. Er macht einen sehr warmen Eindruck, der Herr Sandrock. Einen sehr warmen, freundlichen Eindruck. Ja, Piratengoblins 2 liegt da. Ach, da liegt ja noch mehr. So, speichern. Okay, gibt es noch mehr Bücher, die ich mir einfach so nehmen kann? Ey, ich kann mir... Nein. Ich kann mir doch alles nehmen hier. Okay. Er will Proviant haben und ich. Zerkratzte silberne Schatulle. Hey, hier ist ja noch jede Menge. Hier sind Besen. Mhm. Und hier, da sind Flavor-Bücher, ne? Genau richtig. Und wenn wir hier schon sind, dann gucken wir doch auch mal, was in der Truhe ist.
Oder was hier noch in den Regalen rumliegt. Nichts. Truhe. 20 Bolzen und 26 Gold. Jawohl. Sehr gut. Ein Waffenbündel, aber nicht aufnehmbar. Und hier muss ich bestimmt was hinlegen, oder was ist das hier für eine Plattform? In der letzten Folge habe ich doch auch schon drüber, bin ich drüber gestolpert, aber nein, das Ding wird keine Funktion haben. Geht auch nicht durchs Dach durch, okay. Ja, sehr, sehr lustig und komisch. Schauen wir mal weiter. Ups, nicht hängen bleiben. Ach, jetzt geht's hier wieder. Ja, jetzt geht's hier wieder zum Hinterausgang. So, Herdchen. Da unten waren wir ja schon. Lass mich ein bisschen... Ja, jetzt sind wir wieder hier. Was ist Hudson mit den Nischenaufsicht? Wo kriege ich denn da die Steine her? Das wäre schön. Oder ist das irgendwie auf einer anderen Insel? Hm. Weiß ich jetzt nicht. Gut. Vielleicht sollte ich mal das Piratenbuch 2 lesen. Da, die Lila nennen. Das ist schwarze Magie. Das ist Piraten Goblins 2. Hier ist es. Genau, seltsame Goblins. Die seltsamen Goblins, die sich die Rüstung und Waffen ehemaliger Seeräuber zusammengesucht haben, scheinen von besonderer Intelligenz zu sein. Erstaunlich ist nämlich, dass diese in der Lage sind, Flöße zu bauen und diese offensichtlich für Piratenfahrten zu nutzen. Auch wenn uns dies unglaublich erscheint, immerhin wurde die Zahl der Goblins auf Condera bedeutend weniger, da eines Tages die meisten von diesen mit 7 Flößen ins Nirgendwo verschwanden. Rupert Grunis. Ja, hallo Rupert. Ich bin der Meinung, ich muss runter. Mhm. Und zwar, wie machen wir denn das? Ich habe ja noch nicht so viel Kraft, dass ich da irgendwie die Warane erledigen könnte. Oder besser auch gesagt, die Lurker. Sind Lurker, ja, richtig. Das weggeschmissene Buch. Wetterbuch. Ja? Deswegen... Elvis in Acapulco. Ja! Schwumms. Okay. Abkürzung genutzt. Oh, hat er mich schon gewittert? Nee. Guck mal. Ah ja, hier ist dieser Baumstamm, an dem man hochkommt. Na, nicht tauchen. An Land gehen. Und rüber. Ja, das ist die alte Stelle. Vielleicht ist ja hier. In dem Buch ist hier nicht zu finden. Mhm. Und Schumpf. Kaputt. Rücken gebrochen. Das gibt sehr viel Aua. Nicht nur in der Hüfte, auch im Rücken. Ja, soll ich es denn wagen? Ich kann es versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob es klappt. So, der eine hat mich schon gewittert, aber hoffentlich nicht jetzt. Nee. Stimmt ja, die haben so eine Panzerhaut. Echt übel. Wie sieht's mit meinen Erfahrungen aus? Da fehlt nicht mehr viel. Ah. Ups, bloß weg hier. Bloß weg.
mal los, komm raus aus dem Sumpf. Er hat's weggeschmissen. Wo hat denn der gute Junge das Buch weggeschmissen? Was liegt da denn? Oh, Glück gehabt. Auf Tauchstation. Vielleicht ist es das Fass Wein. Aber ich muss ja Proviant mitbringen. Ne, ist ein Feld. Ne, ist auch wieder ein Schiff. Ein kleines Bötchen ist es. Okay. Jo, mal wieder auftauchen. Sonst wird mir schwummerig vor Augen. Wo ist das Buch? Wo ist das Wetterbuch? Okay, hier haben wir ein paar Scabbies zu killen. Was ich ja auch nicht geschafft habe. Weil die einmal zuhauen und schon bin ich hin. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Viel zu leveln, viel zu skillen. Kraftvoll zuzuschlagen. Damit diese Scabbies hier... Na shit, das ist bestimmt ein Buch. Mano. So, jetzt kommen wir wieder an die Stelle, wo das versunkene Orkschiff ist. Ja. Frage. Soll ich mal zurückgehen? Beziehungsweise hier auf diesen Nachen steigen? Der geht, glaube ich, zurück zum Schiff, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja. Ich war noch gar nicht drauf. Aha. Für den König. Ja, grüß dich auch, Harald. Gibt's denn hier keine neuen Geschichten? Org, bei dem müsste ich mal schmieden lernen. Ja, okay, gehen wir erstmal zu Gernot. Ja, ich kann nie hier hochspringen, das finde ich auch lustig. So, na, da kommen sie alle für raus. Für Innos. Was, Unterdeck offen? Zugang zu meiner Tube. Hä? Unterdeck offen, Zugang zu meiner Truhe. What is the fucking matter damit los? Untergang, Unterdeck. Unterdeck? Nee, das kann ja hier nicht sein. Das heißt also noch ein Deck weiter runter. Für Innos. Hallo? Was geht denn jetzt los? Wir sind die Segel gehisst. Warum? Ich bin ja noch gar nicht weg. Das höre ich zum ersten Mal. Leute gehört. Du bist Konrad, ist klar. So, Gernot, bitte. Ach, er hat alle Informationen. Ach, ich muss noch mal zurück nach Condera. Ich habe alle Informationen. Gut, was hast du zu berichten? Die Soldaten des Königs haben bis auf den Waffenknecht Sandrock alle Condera verlassen. Die Soldaten sind nach Beltana gegangen. Außer Sandrock leben nur noch einige Bauern auf dieser Insel, auf der aber bisher nichts vorgefallen ist. Und was ist mit der Ork-Flotte? Wurde sie gesehen? Es wurde zwar eine Flotte gesehen, aber ob diese von den Orks war, konnten die Bewohner leider nicht erkennen. Die Flotte nahm anscheinend Kurs auf die Chorinseln. Aber wir hatten Glück. Einer der Bewohner sagte mir, dass eines der Schiffe im Sturm gesunken ist. Ich schaute mir daher das gesunkene Schiff an und stellte dabei fest, dass dieses den Orks gehörte. Ausgezeichnet! Dann wissen wir jetzt zumindest, dass die Ork-Flotte hier vorübergekommen ist. Wir müssen uns daher sehr in Acht nehmen. Was werden wir jetzt tun? Wenn du hier alles erledigt hast, werden wir unser nächstes Ziel ansteuern. Also melde mir, wenn wir weiter segeln können. Ah, sehr gut. Gut, okay, dann müssen wir nochmal zurück. Aber erstmal will ich wissen, was es mit Condera, mit dem Unterdeck auf sich hat. Unterdeck offen. Ja, danke. Die Info hatte ich eben schon gelesen.
Unterdeck. Wie Unterdeck? Hier geht's doch zum Lagerschuppen. Hat sich da was geöffnet? Was ist denn das denn schon wieder her? Nee. Ich glaube, ich brauche nicht weiter. Wo war denn das Unterdeck? Ja, jetzt wird sich so mancher Kennende des Spiels fragen, hallo, wo läuft der hin? Aber es ist ja ein blindes Let's Play. Unterdeck jetzt. Ach so, ja natürlich. Unterdeck unter der Treppe. Bestimmt. Das war doch klar. Und hier durch. Und hier ist irgendwas anders. Ja. Das Unterdeck der Albatros. Danke für unheimlich viel Unterdeckwasser, Flaschen, Unterdeckbrot und Unterdeckäpfel. Und hier gibt's auch eine Tür. So, und hier ist meine Truhe jetzt, oder wie? Oder was? Warum meine Truhe? Oh. Wasserfass. Ist das mein Gemach? Tatsache, hier gibt's ja eine Säge, eine Werkbank. Der Perfektor, Pfeile bearbeiten. 100 Pfeile herstellen. Okay, noch ein paar Restpfeile herstellen. Genau. Dann haben wir wieder Pfeile. 147, naja gut. Wie bitte? Ein Gerbbaum? Nasse Tierhaut trocknen? Unterdeck offen, ja. Nasse Tierhaut aufhängen? Moment. Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Sag nicht, dass womit denn? Gerbbaum. Womit denn? Ja, okay, das ist noch richtig. Also, ich stehe auf Leder. Aber natürlich im klamottentechnischen Sinne. Gletscherquarz. Wenn er das. Herrlich. Bolzenpaket, Hammer. Silberbrocken. Du bist eine Baumsäge. Ich dürfe keine Holzscheibengesicht. Aha. Hatte ich denn noch einen Baumstamm gefunden? Feder zum Schreiben. Schreibpult. Gut. Nehmen wir mal die auch mit. Was ist das denn schon wieder her? Oh, hier kann man auch Holz hacken. Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Ach, die hatten wir ja schon damals. Jetzt werde ich sie mal ausleeren, die Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Erinnert mich nämlich an. Jo. Zum Beispiel eine Bergkristall. Ja, gut, okay, ein bisschen. Dann Bolzenpaket mit 20 Bolzen. Öffnen wir auch mal. Waffenbündel. Jemand wird dafür Schwefelamphore, Bergkristall. Ah, gibt's sonst noch was Interessantes? Eigentlich nicht, ne? Stopp. Also, okay. Ja, da sind die ganzen Schlüssel. Juwelenschatulle, kann man nicht öffnen. Dann hier die blaue Steintafel. Moment mal. War da nicht was mit den Nischen? Ich hab, glaube ich, vergessen, die Nischen mal anzuklicken. Ja, liebe Leute von heute. Speichern wir mal ab und gucken, was wir hier noch so finden. Laborwasserflasche. Alchemietisch, was kann ich denn schon mal machen? Geschärfte Klinge vergiften. Mana-Tränke brauen, Heiltränke brauen, spezielle Tränke brauen. Schnaps brennen, besondere Pfeile und Bolzen herstellen. Oh, da bin ich mal gespannt. Nix. Geschärfte Klinge vergiften? Nichts. Mana-Tränke, Heiltränke, okay, spezielle Tränke brauen, kann ich das schon? Nein, kann ich nicht. Schnaps brennen? Nee, auch noch nicht. Besondere Pfeile geht auch nicht. Schwarzpulver herstellen? Auch noch nicht. Schwarze Tabak mischen und Stängel drehen, das kann ich. Nee, ich rauche doch nicht mehr, aber zu wenig Rohstoffe auch noch. So,
will ich jetzt mal gucken. Nasse Tierhaut trocknen. Nasse Tierhaut aufhängen. Also ich habe keine nasse Tierhaut. Da könnte man übrigens wie bei dem Holzsägen und Baumstamme hacken, könnte man auch sagen, von wegen geht noch nicht. Statt dass man noch zweimal drückt und dann erst feststellt, dass man gar nichts machen kann. Ja, Unterdeck. Schön. Das ist wirklich nicht mein Problem. Die hat noch gar nicht gehabt. Laborwasser. Ja, das ist schön, dass ich jetzt auf dem Unterdeck war. Ist denn hier noch was Verstecktes? Nein. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Nicht hängen bleiben. Ja. Weißt du, mir geht es besser? Ja, dann werde ich mal wieder zurück. Oder gibt's hier noch irgendwie was? Knut? Hey. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier was gibt. Nee, gehen wir wieder zurück zur Insel. Warte mal. Noch mehr Ärger. Zeig mir den Taschendiebstahl. Ach so, okay. Halber. Wird die Gerechtigkeit siegen. Okay, mit dem kann man auch nur was machen. Wo Handeln, hast du das denn schon wieder Training, her? Okay, da sind meine Lehrer. Volker. Hey! Okay. Ich glaube, die habe ich alle. Und Beowulf. Nee, alles gut. Gut. Ja, ich wollte nur mal sicher gehen. Und Konrad, du? Wenn man von vorne nicht ansprechen hey, du. Kann. Auch nicht. Gut. Ja, ich muss nochmal zurück. Gernot. Ich muss nochmal zurück nach Condera. Ich muss nochmal zurück nach Condera. In Ordnung. Oh, schön. So, jetzt sind wir wieder auf der Insel. Und mich lässt Folgendes nicht in Ruhe. Das Wetterbuch. Und ich glaube, die Steintafeln haben was damit zu tun für die Nischen. Das ist so mein Verdacht. Aber es fehlen ja da noch zwei. Eine blaue hätte ich ja. Eine grüne und eine rote fehlt mir. Ja. Ich kann ja mal... Und? Gibt's was Neues? Nein. Ich kann ja mal noch zurück, ganz nach oben gehen. Könnte hier was liegen? Nein. Ach ja, ich muss ja noch ganz unten hin. Oh, Leute, nee. Hier gibt es ja auch noch sehr viel Getier. Das sollte ich vielleicht auch mal irgendwie im Laufe der Zeit mal eliminieren. Aber ich habe immer noch nicht die Fähigkeiten. Ja, vielleicht hätte ich doch auf leicht gehen sollen. So, ja, hier ging es, glaube ich, hoch, genau. Richtig. Wer hat den Sound hierfür gemacht? Ein Dampfer? Okay, vielleicht hat sich hier irgendwas hingelegt, ein Buch oder so. Ja, das wäre schön, wenn mir jemand einen Kommentar schreiben würde, wo ich das Wetterbuch finde. Oder ich bin schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Komm. So. Na, gehen wir mal hier direkt hier hin. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Nee, da kann ich nichts machen. Jetzt heißt es hier ordentlich rumsuchen. Inner Schrein ist an seiner Stelle zurück. Und, Piratengoblins bin ich auch schon in der Mache. Oder wahrscheinlich hier in die Richtung, aber dann geht's ja nicht mehr dahin. Aber kann ja nicht schaden, hier mal nochmal lang zu gehen. Da, wo damals die ulgigen Fliegen waren. Sturmfliegen. Boah, ist das ein Gedicht hier.
Dickicht. Kurzform Dickicht. Was ist das hier eigentlich? So. Ach ja. Jetzt liegt eine grüne Steintafel. Ach ja, und gleich hier. Leeres Blatt, grüne Steintafel. Ja, und die blaue Steintafel, die ich schon habe, ist hier. Wieso ist das alles so durcheinander? Warum gibt es da keine Ordnung drin? Das ist mein Kritikpunkt. Inventory ist, oder die, das Inventar ist ein bisschen durcheinander hier. Wild durcheinander gewürfelt. Muss man immer suchen. Darüber könnte ich fluchen. Ja, dann gehen wir mal wieder zu Sandrock runter. Oder so, genau, richtig. Oh, stabil. Stabil gelandet. So, und eins darf ich verraten. Die rote Steintafel ist irgendeiner Höhle. Bestimmt ganz unten, wo die Goblins sind. Da, wo ich ja unterhalb Korinnes war. Hey, Gügges. Hey, du. Warum bist du plötzlich da? Ach, du pisst. Okay. Scheiße, er hat sein Ding schon reingeholt. Gucken. Kannst du mir noch was erzählen? Nein. Mal gucken, ob Olderson noch was sagt. Na. Suppe, nein, Olderson, bitte. Jetzt kriege ich Haue. Dann nicht. Heide Linde, ja. Familienstreit konnte ich auch noch nicht beenden. Gut, ah, wieder 10. Und zurück zu Sand Rock. Euch. Ja, genau, vielleicht. Vielleicht kann ich ihn ja bewegen, mitzukommen. Weil ich doch mit Gernot gesprochen habe. Oh, da ist doch ein Höhleneingang da hinten. Oder sieht das nur so aus? Nee, das sieht nur so aus. Ich meine unten bei den Lurkern. So, Abkürzung Nummer 3. So, Sandrock. Hallo. Nichts zu bieten. Wie war das nochmal? Es ging ja runter. Es ging ja runter, aber nicht hier. Hier war das mit den Nischen. So, Nische 1. Womit denn? Okay, das wird rot sein. Nische 2. Okay, das sieht nach der blauen aus. Nische 3. Okay. Mir fehlt nur noch die rote. Und wie wir die finden, das seht ihr in der nächsten Folge. Also, danke fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ja, und ich verabschiede mich. Tschüssi.